Herr Leute, der Ausblick belohnt den Weg. Wow. Hallo Leute, guten Morgen. Hallo Leute, guten Morgen. Was machen wir heute? Heute versuchen wir die andere Strände auf dem Dschungelweg zu finden. Ja, und dann wollen wir noch eine Tour buchen für morgen. Mal gucken, was wir für eine schicke Tour für morgen finden. Nach Ravar wäre ja schön. Mal gucken, was wir da nehmen und mal gucken, welche Strände wir heute finden. So viele Touren, was nehmen wir denn da bloß? Irgendwas mit Ravar, würde ich mal sagen. Da. Da ist Ravar. Na, dann müssen wir die wohl nehmen. Dann nehmen wir die. So, hier geht's lang und hier geht's lang. Man geht praktisch immer in dieser Pipeline lang. Es geht hier hoch und hier gibt's sogar ein Seil. So, und jetzt müsst ihr über die Pipeline drüber klettern. So, die Pipeline geht jetzt da unten lang und hier oben ist eine alte Pipeline und dann geht es immer der alten Pipeline nach. So, jetzt geht es eigentlich nur noch runter. Da vorne seht ihr schon die ersten Häuschen. So, hier ist die neue Pipeline wieder und da hinten habt ihr die Häuschen und seid dann drüben. Sozusagen dann in dem Resort angekommen und ihr braucht nur noch die Treppen runterlaufen. Na Leute, der Ausblick belohnt den Weg. Wow. Wäre das Coco Hut gewesen, wenn es denn geöffnet hätte? So, hier ist das Tuna Bay Island Resort, hat sogar eigene Stege, wo du anlegst, solche Schwimmpontons, aber selbstgebaute. Die sind ja lustig. Nach Tuna Bay kommt dann Jana und dann kommt hier noch so ein Pier. So, hier sind Abdul-Chalets. So sehen die aus, auch direkt am Strand.